Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 11 Tage bis Ostern. Heute schauen wir uns eine der Frauen an, die König David sich genommen hat. Und zwar Bathseba. Bathseba, eine wirklich schöne Frau. Das war bestimmt in ganz Jerusalem bekannt. Aber vor allem hat es der König David mitbekommen. Und wie viele findet er sie schön und will sie haben? Es gibt da nur ein Problem. Sie ist eben schon vergeben. Verheiratet mit Uriah, einem General, könnte man sagen, der treu ihr Dienste tut, dem König, und ganz in seinem Dienst steht. Während dieser Uriah im Krieg ist, da begeht David Ehebruch. Er holt die Bathseba in seinen Palast und sie wird schwanger. Und das ist jetzt schon ein Problem, denn es ist allgemein bekannt, dass Uriah ja gar nicht in Jerusalem war. Woher kommt das Kind? Also überlegt sich König David einen schlauen Plan, eine List, um diese Sünde zu vertuschen. Er gibt dem Uriah Heimaturlaub und denkt sich, naja, der wird als allererstes Mal zu seiner Frau gehen. Aber er erweist sich als ein absolut gewissenhafter Soldat und will keine bessere Behandlung haben als seine Untergebenen. Er bleibt bei seinen Soldaten. Jetzt hat David ein richtiges Problem, denn es wird rauskommen. Also versucht er, es weiter zu vertuschen und entwickelt einen teuflischen Plan. Er lässt den Uriah an die Front schicken, und zwar bewusst so als Kanonenfutter, dass es zwangsläufig so kommen wird, dass er sterben muss. Eine versteckte Form von Mord. Das kam so. Und als die Nachricht ankam bei David, dann sagt er lapidar, das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Kein Schuldbewusstsein, sein Ziel war ja erreicht. Und Bathseba bekommt bald einen Sohn. Solche Geschichten von Schuld und Scham, von Begierde und Schuld und neuer Schuld, die daraus entsteht, sie zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Dazu kommt das Vertuschen, Tricksen und Täuschen. Eventuell Rufmord, in diesem Fall sogar Mord. Das ist alles zutiefst menschlich. Diese Abgründe stecken in uns Menschen alle drin. Gott wiederum schaut nicht einfach zu. Er sieht, was da passiert und es gefällt ihm nicht. Und er liebt König David so sehr, dass er es dem Propheten Nathan offenbart. Und dieser wiederum entwickelt wiederum einen schlauen Plan, wie er dem König das beibringen kann. Wie er den König dahin führen kann, dass der zur Selbsterkenntnis kommt, ohne dass er ihm was vorschreiben muss. Also, Davids Schuld wird aufgedeckt, aber die Strafe kommt trotzdem. Das Kind muss sterben. David war umgekehrt. Und so lese ich uns einen Psalm, Auszüge aus Psalm 51. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Güte. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter
deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Bei David gab es den Neuanfang, die Strafe war da, aber Gnade hat sich schon im alten Bund gezeigt. Gnade, dass Bathseba einen weiteren Sohn zur Welt bringen konnte, Salomo. Und der stand dann unter dem Schutz des Propheten Nathan, der ihn Jedidja genannt hatte, das heißt Geliebter des Herrn. Spannend ist auch, dass Bathseba genauso wie Rahab im Stammbaum Jesu genannt wird. Und zwar nicht als Frau Davids. Die Schuld wird in diesem Stammbaum nicht zugedeckt, sondern weiter als die Frau des Uriah. Und so bitte ich dich heute wieder 15 Minuten Zeit zu verbringen mit Jesus Christus und zu bitten, so wie David um den Heiligen Geist, zu bitten, dass die Worte des Geistes, so wie der Prophet Nathan sie empfangen hat, dass sie in deiner Gemeinde, in der Gemeinde Dillbrecht oder in der Gemeinde, wo du gerade bist und auch im ganzen Dilltal, dass diese Worte des Herrn wieder kommen. Und sie kommen nicht mehr als Verdammnis oder Verurteilung, weil Verdammnis und Verurteilung ist da nicht mehr für die, die Christus kennen. Denn alle Verdammnis und Verurteilung hat Jesus Christus am Kreuz für uns getragen. Und so leben wir aus der Gnade. Und so ist der Dienst des Prophetischen heute aufzubauen, aber auch aufzudecken in Liebe. Betet darum und lies aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 11 und vielleicht auch Kapitel 12, 1 bis 25. Einen gesegneten Tag wünsche ich.